Das ist heute ein ganz anderes Gefühl. Das 5-0 haben wir schon zu Hause wieder gut gemacht mit dem 4-2-Sieg. Heute haben wir uns sehr viel vorgenommen hier, sind sehr gut in die Partie gekommen. Natürlich mit dem ersten Torschuss dann sofort in Führung gehen, das ist toll, aber wir haben auch sehr gut gestanden, was ich jetzt nicht so viel zugelassen, auch keine großen Chancen mehr gehabt. Aber wir wussten vorher, dass es hier schwer wird. Ja, das ist in der Natur der Sache, dass wir hier alles abrufen müssen und uns alles gelingen muss, damit wir hier ein Spiel gewinnen können. Die Mannschaft hat bis zum Schluss gefightet ohne Ende, selbst nach dem Ausschluss, selbst nach dem 2-1 oder 3-1, hat sich nie aufgegeben, das, was wir hier im ersten Spieltag mit ansehen konnten. Wir haben dann auch nochmal, als wir den Orhan Ademi gebracht haben, Clemens Weichel als Doppelspitze, also nicht wie üblich nach dem Ausschluss dann 4-4-1 spielen, sondern wir haben 4-3-2 weiter probiert, noch irgendwo den Anschluss zu schaffen, dass wir vielleicht in der Nachspielzeit das Spiel noch ausgleichen können. Ja, Knackpunkt ist für mich schon der Ausschuss von Peter Schul. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden. Das hat jetzt jeder gesehen, außer der Schiedsrichter. Der besteht weiterhin drauf, dass das eine Schwalbe war. Und das war es gar nicht. Ja, dann für alle Rapidler weiter alles Gute und schöne Weihnachten. Dankeschön. Damir, darf ich bitten, 3-1, noch am frühen Schock, unter Anführungszeichen, frühen Gegentor, dann eine schöne Rapid-Viertelstunde. Dein Resümee bitte. Ja, Schock war es keiner, aber natürlich nicht günstig, wenn du gleich einmal in Rückstand gerätst, nach einem schweren Spiel von Donnerstag noch. Hat die Mannschaft, denke ich, über die 90 Minuten Geduld bewiesen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit zwei sehr gute Situationen mit Willi Dyer erarbeitet haben und dort vielleicht schon früher den Ausgleich erzielen hätten können. Ja, nichtsdestotrotz, auch zweite Halbzeit dann haben wir dann ein paar Dinge verändert. Wir haben Schölling dann in die Box mehr hineingebracht, haben dort auch dann geduldig gewartet, haben im Passspiel nach außen dann überhaupt den Gegner mehr schaukeln können. Haben außer das Tor, glaube ich, fast nichts zulassen in der Defensive. Und offensiv haben wir dann zweite Halbzeit auch schon die eine oder andere Situation, auch wieder Quilly Dyer zweimal, Joey einmal mit der Ferse, glaube ich, gleich nach der Halbzeit. Also wir haben uns doch 5-6 hochkarätige Situationen schon herausgearbeitet. Es ist sicher nicht leicht gegen eine tiefstehende Mannschaft. Die Platzverhältnisse tun seines dazu bei und da muss ich der Mannschaft heute ein großes Kompliment aussprechen, dass sie Geduld gehabt hat und dass sie dann bis zum Schluss gewartet hat, dass sie das Spiel entscheiden können. Auch das ist Qualität. Dankeschön, dann bitte ich um eure Fragen an den Christian Bembenek und auch oder an den Damir Kanadi und der Herr Hakel beginnt gerne. Damir, natürlich sind die Szenen, über die man diskutiert, wie hast du diese 66. Minute diesen Ausschluss gesehen? Und hast du schon gesehen, der Wiederholung? Definitiv keine Schwalbe, definitiv keine gelbe Karte, aber ja. Ich habe das Foul davor gesehen, das war auch rot, ja. Von Schul. Also dort hätte er schon gehen können, wo er aufs Knie schlägt, durchzieht. Aber wie gesagt, danach, ich glaube, dass allgemein in beide Richtungen sehr viele Fehlentscheidungen heute getätigt wurden. Ich habe den Schiedsrichter nicht auf höchstem Niveau gesehen, ohne ihm da anzugreifen. Es waren sehr viele fragwürdige Situationen. Aber natürlich, wenn du dann einen Mann mehr bist, war für uns natürlich eine bessere Situation. Vor allem, wenn du Donnerstag ein schweres Spiel gehabt hast, die letzten Wochen. Man sieht ja, dass die Mannschaft auch alles investiert, alles hineinlegt und wir freuen uns einfach über die drei Punkte und wir gar nicht mehr irgendwelche andere Dinge diskutieren. Für uns ein wichtiges letztes Spiel zu gewinnen, um dann nach Alltag zu fahren jetzt auch und dort wieder was mitzunehmen und wird auch eine schwere Aufgabe. Würdest du sagen, eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Match gegen St. Pölten oder und dann eine Frage zu den Austauschen. Ist klar, der Traustersen war verletzt, Riepe, Mosinic Austausch hat das Leistungs... Wie du willst, also du kannst es jetzt benennen, wie du willst, Leistungssteigerung, Leistung nicht. Fakt ist, dass ich gesagt habe, wie ich gekommen bin, habe ich 4 Punkte gehabt im zweiten Quartal. Du bist mit 4 Punkten in 6 Spielen sicherlich ein Abstiegskandidat. Wir haben die Kurven stabilisiert jetzt einmal, haben jetzt einige Punkte geholt, die waren wichtig. Und wir haben im ersten Quartal 16 Punkte geholt, im zweiten, wie ich gekommen bin, waren es 4. Haben dann noch 4 geholt aus den letzten 3 Spielen und haben jetzt ein Spiel begonnen ins neue Quartal, wo wir 3 Punkte geholt haben. Und da muss der Schnitt halt dann einfach stimmen, wenn man wo sein möchte. Sollte man das vergessen haben, warum ich gekommen bin. 4 Punkte in 6 Spielen.
in dem Quartal. Das war weit unten. Okay. Frage war, glaube ich, nur wegen dem Wechsel Tröstersson und Mocinic in der Pause. Ja, Mocinic hatte gelb, haben wir dort auch dann mehr Offensive bringen wollen, mit Santo natürlich ein Spieler, der dann dort auch für Kreativität sorgen kann. Auf der anderen Seite war draus, dass dann mussten wir tauschen. Darum habe ich kurz überlegt, ob ich einen Doppeltausch durchführen soll. Da sollte es dann noch aufgrund von Donnerstag körperlich, wo wir sehr viel investiert haben, dann vielleicht noch Verletzungen geben. Wir wussten, Thibon im Mittelfeld jetzt natürlich mit der neuen Rolle muss sehr viel investieren in seine Zweikämpfe. Sonny natürlich auch, hat gegen Bilbao überragend gespielt und sehr viel investiert. Hat man gesehen, die letzten 5-6 Minuten, wo er sich auch schon schwerer hat. Und ja, ist dann eh so passiert. Hat sich leider jetzt der einmal leicht verletzt, was ich gehört habe. Aber jetzt werden wir mal schauen, wirklich dann, wann das MRT da ist, ob dann mehr oder weniger ist. Wie gesagt, ich muss ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie fightet, wie sie alles hineinlegt. Und ja, war jetzt nicht leicht, muss ich sagen, im Ganzen auch für uns als Trainerteam die ganze Kurve zu stabilisieren, dass wir da in die richtige Richtung wieder kommen. Danke sehr. Bitte schön, weitere Fragen? Alex, zweimal Alex, einmal Alex Kapper, dann bitte gleich Alex Uhr. Wie ist die Entwicklung von Kvyliteia zu erklären, der jetzt immer besser in die Mannschaft wächst, selber auch zugegeben hat, ihm liegt das, wenn ein zweiter Stürmer neben ihm aufläuft? Kann ich nicht erklären. Also ich kann reden über die letzten Spiele, seit ich Trainer bin. Ich werde versuchen, ihn in Position zu bringen. Er hat Qualitäten, er hat technische Fähigkeiten. Ich denke, dass er noch mehr leisten kann, wenn er körperlich dann auch wirklich fit ist. Und es war dann besser auch, weil der Joey seit der Halbzeit ihn besser unterstützt hat, auch in der Box. Damit kann er dann auch Freiräume. Erste Halbzeit war so, dass er immer leer war und musste sich immer gegen zwei Innenverteidiger durchsetzen. War schwierig. Und zweite Halbzeit haben wir dann auch ein paar Dinge verändert und das ist dann besser gelaufen. Kurze Nachfrage noch. Und er war auch der erste Elferschütze, der schon im Vorfeld festgestanden ist, weil da haben dann doch mehrere Spieler, oder zumindest Joe Linton wollte, glaube ich, auch schießen. Das kann ich nicht sagen. Willi Dreier steht auf der Liste und sollten sie anders entscheiden, dann werde ich es danach auch besprechen. Bitte, Alex Uhr. Eine Frage an den Herrn Bembenek. Diese drei Spiele jetzt, Rapid gegen Ried, Sie haben es vorher schon angesprochen, heute war es schon ganz anders als das erste. Trotzdem im Vergleich zu der Partie im Innviertel, mir ist damals vorgekommen, als wäre Ihre Mannschaft extrem überzeugt gewesen von sich selbst. Heute war das vielleicht nicht ganz. Ist das einfach dieser Faktor, dass da die Mannschaft zum 40. Mal herfährt oder der Verein und noch nie gewonnen hat? Ich habe meine Mannschaft heute nicht ängstlich gesehen. Oder nicht ängstlich, aber es war irgendwie beim Heimspiel doch, da hat es irgendwie so das Gefühl von Anfang an gehabt, das kann eigentlich nur Ried gewinnen. Und ich wollte fragen, wie viel hat dieses 40. Spiel in Wien ohne Sieg? Ist das irgendwo drinnen? Lassen Sie mal die Statistik jetzt weg. Ich gebe Ihnen recht, das will ja keiner mehr hören, 40 Spiele, hört sich auch nicht gut an. Zu Hause gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir haben das ausgestrahlt ab der ersten Sekunde. Es war gleichzeitig eine Phase, in der Rapid schon verunsichert war. Und ja, wir sind richtig drüber gerollt mit unserem Konter. Heute ist ein ganz anderes Spiel. So, das ist vom Umschalten her tust du dich. Man muss es anders sehen. Wir haben ja eigentlich ein bisschen mehr gegen Alltag gespielt heute vom System her. Ja? Das ist was anderes im Umschalten. So, dann haben wir jetzt noch Clemens Weich nicht 100% fit, Matthias Honsack nicht dabei. Das ist Tempo über Außen, das wir im Heimspiel hatten. Und heute haben wir es ein bisschen anders angelegt, wollten viele Flanken aus dem Halbfeld haben von unseren Außenverteidigern und dann noch einmal zum Tor hin. Deswegen die Falschfußspieler Möschel und Nutz auf dem Flügel. Es ist ja in der ersten Szene aufgegangen, schon. Ja. Dass eine Mannschaft zu Hause überzeugter auftritt, auch von den Spielern, von den Fans getragen wird, ich denke, das geht ja für Rapid ganz genauso. Ja, ich glaube, die Spieler haben hier zu Hause auch mehr Vertrauen in sich selber, wenn dann die Wand dahinter steht und die Jungs richtig pushen, als wenn sie ins Innviertel kommen und wissen, heute wird schwer. Und eine Frage an Dame Kanadi, du hast den Doppelwechsel angesprochen, war der Thomas Murg gar nicht irgendwie so ein Fragezeichen, weil ich glaube, nach einer Verletzung ist es ja doch ungewöhnlich, dass ein Spieler 90 Minuten durchhält und man hat auch gesehen am Schluss, er hat nur sprinten können, also es war ja bemerkenswert. Ja, das war das Risiko, wo ich dann überlegt habe, soll ich den Doppeltausch durchziehen oder nicht, weil für mich war
schon relativ klar nach der gelben Karte, dass ich Santo bringen werde und dort noch keine Gefahr mehr auf ein zweites Foul, dass er vielleicht gelb-rot kriegt. Und dort wollte ich dann auch offensiv aufstellen. Und dann kommt der Haster dann leider dazu, kurz vor Ende der Halbzeit. Ja, klar, es war nicht nur, es war ein Quilly Dyer, der immer Tibon und Sonnleitner, wusste ich schon, dass es eng wird für diese Jungs. Und deswegen habe ich lange überlegt. Aber nichtsdestotrotz, Mannschaft hat alles reingehauen. Wenn man das Team agiert, als Mannschaft, ich denke, das ist auch für Rapid wichtig, dass wir als Mannschaft agieren. Und da muss ich der Mannschaft noch einmal ein großes Lob aussprechen. Dankeschön. Aber der Murki hat noch mehr Luft nach oben im Offensivbereich. Also wenn er fit ist, glaube ich, kann er die Linie noch besser bespielen und dann hat er noch größere Fähigkeiten. Also die Leistung war durchschnittlich, die ich gesehen habe. Aber da kann er schon Druck machen mit seinem linken Fuß. Ich würde gerne gleich anschließen an Thomas Murk. Wie haben Sie den gesehen in der neuen Rolle? Mein linker offensiver Außenverteidiger, linkes Mittelfeld, wie auch immer man das jetzt nennt. Ist das eine Option für die Zukunft auch gegen Gegner, wo man sagt, da hat man wahrscheinlich mehr Ballbesitz, dass man da statt Strammel wirklich Murk aufstellt? Ja, absolut. Ich denke, sie haben die Fähigkeiten im Mittelfeld zu agieren. Es ist natürlich eine sehr intensive, wahrscheinlich die zwei wichtigsten Positionen, wenn man Dreierkette spielt. Weil ich weiß auch, dass alle Gegner oder alle Trainer dann versuchen, in diese Halbräume hineinzukommen, so wie es der Kollege jetzt gesagt hat, dann von dort einflanken übers Zentrum hinein. Oder die sogar Red Bull Salzburg hat versucht, dort in diese Halbpositionen einzuspielen. Und ja, für Rapid könnte das schon eine Lösung sein. Das werden wir dann in der Vorbereitung haben wir ein bisschen Zeit, wo wir sehr viele offensive Spieler dann am Platz kriegen. Und wo wir dann 4 Defensive haben, die das Ganze tragen sollen. Also einer weniger wie sonst. Normal sagt man so immer 5-5. Wir werden ein Gleichgewicht von 4-6 versuchen, da hineinzubinden. Damit wir zu Hause vor allem diese Spiele dann offensiver gestalten, mehr Ballbesitz. Aber da haben wir sicher noch Luft nach oben, das wissen wir. Und ich hoffe, dass wir dann auch einen tollen Rasen haben kriegen, dass wir das dann auch wirklich gut spielen können, damit die Jungs auch das Selbstvertrauen dafür haben. Es ist einfach das Werkzeug dazu, das du dann auch brauchst. Und dann bin ich überzeugt, dass es auch gut funktionieren kann. Auch draus, dass man das erste Halbzeit sehr gut interpretiert. Bitte schön. Noch eine Frage an Herrn Benbenek. Ihre erste Saisonbilanz jetzt, haben wir Halbzeit, seit Sie im Amt sind bei Ried. Wie würden Sie da bilanzieren bislang? Also wie schaut es aus? Ein Spiel steht noch aus, jetzt ging Sturm Graz zu Hause, letzte Runde. Wir haben jetzt aus den ersten beiden, also aus Hin- und Rückrunde, 20 Punkte geholt. Wenn man das hochrechnet, dann wären wir am Ende bei 40. Das wäre ein tolles Ergebnis für uns, wenn wir das schaffen. Das würde bedeuten, wir haben die Liga gehalten. Wir hatten eine Phase, wo man sagen konnte, oh, jetzt haben wir uns so gut gefangen. Traut man sich da schon mal ein bisschen höher zu gucken? Oh, gerade das war unser Höhepunkt, war praktisch dieser Heimsieg 4-2 gegen Rapid. Und danach ging dann erstmal nichts für uns. Es zeigt so ein bisschen, dass unsere Entwicklung, und das ist wie... Es ist, jede Entwicklung ist natürlich getragen davon, wenn du richtig Erfolg hast, dann kann es mitunter ein bisschen schneller gehen. Grundsätzlich verläuft es aber ein bisschen wie an der Börse. Es gibt immer mal wieder einen Knick nach unten. Man muss gucken, dass der Knick nach unten nicht lange bleibt, dass man schnell wieder hochkommt. Dafür arbeiten wir jeden Tag mit der Mannschaft. Und wir sind trotzdem erst am Anfang unseres Weges, so wie ich die Mannschaft sehe. Ich hatte am Anfang gesagt, als ich angefangen habe, wir wollen jetzt nicht viel ändern. Alleine nur die Umstellung zur Viererkette und dass ein deutscher Trainer da ist, hat so viel geändert. Das muss dann auch erstmal stabil werden, ja, auch im Zwischenmenschlichen. Die Jungs mussten mich erst kennenlernen, ich die Jungs erst. Es scheint schon was ganz anderes zu sein, als das, was sie vorher kennengelernt haben. Aber es macht uns allen eine Riesenfreude, zusammenzuarbeiten. Und wir haben ja auch schon gezeigt, dass wir es richtig gut können. Und da wollen wir natürlich jetzt einen guten Abschluss finden, ein gutes, positives Ergebnis mit dem Sieg zu Hause, möglichst gegen Sturm Graz. Und dann brauchen wir eine richtig gute Vorbereitung, dass wir dann ja, in den letzten beiden Runden genauso gut dastehen können. Wir müssen immer wissen, dass es ein schwieriger Weg ist. Ja, das alleine schon... Die Liga hatte so wenig Mannschaften, du triffst automatisch ja immer wieder gegen die vom Budget her und von der Qualität her viel, viel besser aufgestellt sind. Ja, und da müssen wir bis zum Schluss sehr konzentriert arbeiten und das haben wir vor. Danke, dann haben wir eine Frage von Andi Forst. Frage an den Damir.
Wie wichtig war denn das fürs Klima im Verein und für dich persönlich, der persönliche Abschluss jetzt beim Heimspiel von den Fans mit Applaus verabschiedet, auch für dich als Trainer unten? Und was heißt das jetzt? Nehmt ihr jetzt Selbstvertrauen nach Alltag mit und was nehmt ihr euch für dort vor? Ja, jeder Sieg tut jeder Mannschaft gut, jeden Einzelnen im Verein tut er gut, nicht nur der Mannschaft, Trainerteam und das, glaube ich, sogar in Klinge hat es gut getan, hat uns auch gratuliert. Also von daher, jeder, der da arbeitet, weiß, was das heißt, wieder in die Spur zu kommen, jeder lächzt danach, das ist ja kein Thema, das war meine Aufgabe. Wie gesagt, wir haben die Kurve jetzt ein wenig stabilisiert, wir können jetzt wieder Selbstvertrauen tanken aus diesen Erfolgen. Fahren jetzt nach Alltag, wird sicher kein leichtes Spiel, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für mich sicherlich eine besondere Situation jetzt nach doch langen Jahren, wo ich gearbeitet habe dort, oder wenn man sich schon Interviews im Vorfeld hört von Alltag, dann freuen sich ja alle auf dieses Spiel. Und ich freue mich, dass ich nach Hause komme, weil wir haben mittlerweile meinen Wohnsitz da oben und komme aber ein paar Punkte holen. Es wird auch schwer werden, sie werden es nicht zulassen, die Mannschaft wird top motiviert werden sein, wo in einem alten Trainer, wenn man so sagen darf, natürlich das Bestmöglichste zeigen, was sie alles gelernt haben. Und das kenne ich mittlerweile schon, auch im Amateurbereich war das so. Sie wollen mir jetzt alle zeigen, was sie kennen. So werden sie auftreten. Und wir müssen dagegen halten und schauen auch, dass wir 3 Punkte holen. So leid es mir tut für die Region und für den Verein. Du hast jetzt fast jedem im Kader eine Chance gegeben. Gibt es welche, die dein Vertrauen enttäuscht haben? Oder gibt es Positionen, wo du mit dem neuen Sportdirektor im Winter noch Verstärkungen und Kaderergänzungen suchen möchtest? Ja, wir haben jetzt einen 29-Mann-Kader. Wir werden sich zusammensetzen, wir werden die Entscheidungen gemeinsam treffen. Ich denke, es war jetzt wichtig, dass der Sportdirektor da ist, dass sich der Trainer mit ihm austauschen kann, dass er Entscheidungen treffen kann, was können wir tun, was können wir nicht tun. Das war mir das Allerwichtigste. Ich habe mit Herrn Pickel jetzt noch gar nicht sprechen können, ganz kurz haben wir uns begrüßt. Auch zu der Frage vielleicht, oder was ich schon sehr, wir kennen uns ja schon aus dem Sommer, circa 1 Minute 30, 2 Minuten haben wir miteinander plaudert. Hallo, wie geht's euch? Gut, ja, super. Das war das Kennenlerngespräch und von daher, wie wir ticken, kann man jetzt nur wahrnehmen über Interviews. Das habe ich heute auch getan, haben wir die Pressekonferenz auch angeschaut. Ich denke, viele ähnliche Wörter, die ich auch verwendet habe. Von daher hat der Verein auch geschaut, dass zwei Menschen zusammenarbeiten, die erfolgreich in Zukunft zusammenarbeiten. Und ich bin die Vorhut, ich bin ein paar Wochen früher wieder da. Wir werden ab Winter versuchen, etwas Neues zu starten, etwas Neues zu beginnen. Die Visionen, die der Verein ausgelegt hat, dann mit Zielen wirklich, wie können wir diese Ziele und Visionen dann erreichen? Und so sehe ich jetzt unsere gemeinsamen Aufgaben für die nächsten Wochen und Monate. Vielen Dank. Ich denke, ein schönes Schlusswort für den heutigen Tag. Den Kollegen aus Ried wünschen wir natürlich auch weiter alles Gute, gute Rückreise. Und wir sehen uns dann kommenden Freitag noch einmal hier im Mediacenter im Allianzstadion. Gibt es dann um 10 Uhr die Pressekonferenz vor dem nach Hause kommen von unserem Trainer, bevor er dann ganz wieder heimkommt am Montag. Jetzt war Heimat. Alles Gute. Schöne Weihnachten. Ja. Ciao. Ciao.